Hallo ihr Lieben, ich werde heute für diese neue Luftwärmepumpe die Leitungen anschließen. Ich habe hier das Kabel für die Stromversorgung. Das ist ein 4 mm Quadratquerschnitt. Und dieses Kabel wird jetzt hier angeschlossen. Um das Kabel jetzt anschließen zu können, werde ich das jetzt abisolieren. Ich habe hier ein isoliertes Kabel. Ich werde jetzt die äußere Isolierung weggeben und dann jeweils das vordere Ende auch abisolieren, damit ich das dann hier anschließen kann. Jetzt habe ich hier meine Abisolierzange, da werden die einzelnen Leiter jetzt abisoliert. So die Aderenthülse draufstecken und jetzt mit dieser Crimpzange das Ganze flach drücken, so dass es festhält. So, hier haben wir jetzt die Anschlüsse. Jetzt kommt hier auf den zu dem N ist der Neutralleiter, das ist der blaue. Dann haben wir das L ist der Leiter, das ist jetzt der braune, oder man kann auch ein schwarzes nehmen. Und hier ganz links haben wir die Erdung, das ist das gelb-grüne Kabel. Diese schließe ich jetzt an. Jetzt ist hier noch so eine Zugentlastung, damit das Kabel hier befestigt wird, damit es nicht so runterzieht. Jetzt wird noch die Leitung für die Bedienungseinheit angeschlossen. Das ist ein 1 mm Quadratquerschnittkabel und da haben wir hier diese zwei Leitungen, die jetzt hier angeschlossen werden. Hier sehen wir Remote-Controller und bei dieser ersten und zweiten, hier wird das angeschlossen. Jetzt ist alles angeschlossen, hier die Stromversorgung und hier die Leitung für die Bedieneinheit. Jetzt werde ich das wieder zuschrauben. Hier ist die Bedieneinheit für die Wärmepumpe. Die ist im Wohnbereich montiert und da kann man jetzt alle möglichen Einstellungen machen, Temperatur einstellen, Datum, Uhrzeit und so weiter. Ich habe jetzt hier die Bedienungsanleitung, wo ich das jetzt noch alles einstellen kann. Ich bin so froh, dass die neue Heizung jetzt funktioniert. Es läuft der Testbetrieb, die Heizkörper sind schon warm, also jetzt kann der Winter kommen. Die Wärmepumpe läuft jetzt, also das ist jetzt das Betriebsgeräusch, was wir jetzt hören.
Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Dann gebt mir ein Like. Und ich freue mich ganz besonders über neue Abonnenten. Dann verpasst ihr auch kein neues Video von mir. Also danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe. Tschüss.